everything changes. Halli, hallo, hallöchen. Wir spielen wieder LS17 auf der Südhämmern. Ich bin gerade mit Pflaumen und Kirschen unterwegs. Haben wir gerade von dem Obstfarm abgeholt. Die werden wir jetzt bei Edeka verkaufen. Für über 3000 die Tonne. Ich denke mal, da können wir uns überreden lassen und werden die mal da verscheuern. Haben wir das letzte Mal da ein paar Kühe gekauft. Den Kühen geht's gut, immer noch. Sie leben alle noch. Jawohl. Und ich habe ja noch gesagt, das, was für uns noch fehlt, eigentlich hier für den LKW ist eigentlich so ein Tieflader. Jetzt habe ich mal geschaut, der Tieflader ist eigentlich gar nicht so teuer. Der große kostet 22.000 Euro. Und ich glaube, ich werde mir da jetzt einen kaufen. Einfach, damit ich einen habe. Ob ich ihn brauche oder nicht. Eigentlich weiß ich gerade nicht, ob ich ihn überhaupt für irgendwas brauche. Wir können dann natürlich dann irgendwelche langsamen Geräte damit schneller transportieren. Wie zum Beispiel den Big M, aber der fährt eigentlich auch 40. Könnten wir natürlich da draufstellen und da direkt bis zum Feld fahren. Puh. Okay, ein bisschen Geld. Das gibt ja ein bisschen Geld hier. Okay, wir sollten unbedingt schauen, damit die Obstfarm weiterläuft. Das ist ja richtig fette Kohle. Ja, genau. So ist eigentlich der Plan. Jetzt könnten wir eigentlich nochmal so eine Ladung Kühe holen. Dann haben wir auf jeden Fall über 100. Das könnte man eigentlich machen. Aber wollen wir das machen? Bisschen Zeit haben wir ja natürlich. Also ich habe genug Zeit. Wie viel Zeit ihr habt zum Zuschauen, weiß ich nicht. Ob ich euch da gut unterhalten kann oder ob ihr euch da langweilt. Aber das werdet ihr ja sicher wieder in den Kommentaren schreiben. So, vielleicht mache ich den noch sauber denn hier. Das ist eigentlich der... Ist das nicht der neueste Traktor, den ich eigentlich überhaupt habe? Sieht am schlimmsten aus. Mit dem war ich natürlich jetzt viel unterwegs. Hat da recht Arbeit geleistet. Der kleine Deutz hier. So ist eigentlich noch mit seinen 60 km/h ist eigentlich noch immer zügig unterwegs. Deswegen gefällt er mir eigentlich recht gut. Von der Leistung her ist es eigentlich hier gerade für solche Anhänger eigentlich ausreichend. Weniger darf es jetzt nicht sein. Und wir haben ja eigentlich hier ziemlich flaches Gebiet alles. Von daher gar kein Problem. Aha. So sehen die Anhänger also aus, wenn sie sauber sind. Ja, eigentlich auch ein guter Mod hier, der Fortuna Anhänger Pack. Muss ich echt sagen, habe ich eigentlich immer wieder auf jeder Karte so, was ich hier mit dem PC spiele, eigentlich dabei. Wäre schön, wenn das auch mal für die PlayStation geben würde hier. Oh, ich sehe schon. Hier, Kompost. Sieht ja schon ganz gut aus eigentlich. So, wir koppeln hier mal ab. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Wir wollten eigentlich was ganz anderes machen. So, wir könnten eigentlich mal einen Traktor in irgendeine Garage stellen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Bis jetzt sind immer alle irgendwie im Einsatz. Den werde ich jetzt mal hier... Moment mal, ich glaube, es stand ja nicht hier drin. Eigentlich müssten eh alle leer sein. Weil ich eigentlich alle ziemlich im Einsatz habe. So, okay. Dann kommt der erstmal hier rein.
Der hat erstmal Feierabend. Okay. Tor lassen wir noch offen, dann kann er trocknen. Wir werden jetzt den Scania nehmen. Der steht eigentlich immer noch beim Kuhstall. So. 96 Kühe sind immer noch. Alle haben überlebt. So, mal ein bisschen Licht. Und ich glaube, wir fahren eigentlich direkt zum Händler. Können ja den Tieflader eigentlich. Nein. Wie machen wir das am besten? Ich will jetzt gar keine Kühe unbedingt holen. Das haben wir letztes Mal schon gemacht. Ich werde den Anhänger wegstellen und werden dann einen Tieflader kaufen gehen. So machen wir das. Und Kühe können wir dann immer noch holen. So, außerdem habe ich jetzt langsam ein anderes Problem. Ich muss meine Felder düngen. So wie das aussieht, hier haben die nächste Wachstumsstufe erreicht und sie müssen gedüngt werden. Aber dazu später. Ja, wir werden jetzt da einen Tieflader kaufen. Ihr habt da schon ein, zwei Ideen, habe ich doch, was ich mit dem Tieflader machen könnte. Ich habe ja da diesen ominösen Sandhaufen da noch aufgeschüttet. Und dieser Sandhaufen ist ja eigentlich bloß das Lager für meine, für den Sand. Das ist ja weiter nichts als das Lager. Und dafür brauche ich ja eigentlich auch noch einen, sage ich mal, einen Frontlader, mit dem ich das dann auch wieder aufladen kann. Und da wäre natürlich der von der BGA natürlich nicht schlecht. Ist natürlich einfach weit weg. Müssten wir uns aber keinen neuen kaufen. Und die BGA ist ja jetzt eh mit den Öffnungszeiten nicht immer geöffnet. Also wäre das ja vielleicht sinnvoll, damit ich den vielleicht da ab und zu mal weghole. Dann könnte ich da meinen Sand aufladen und verkaufen. Wenn es dann natürlich einen guten Preis geben würde. So. Gut, Tachchen, ein Tieflader bitte. So. Und dann gibt es ja den normalen von Fliegel oder den von Goldhofer. Und den von Goldhofer, der ist eigentlich mal richtig gut. Kostet, was habe ich gesagt, 22.000. Kostet 30 Euro am Tag. Aber ist eine feine Sache, den kann man so auseinanderkoppeln. Ich glaube, die Farbe, wir lassen das original. Ich glaube, ich mache den mal orange. Das sieht bestimmt auch cool aus. Ja. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. So. Mal schauen, ob das hier funktioniert mit dem Teil. So genau, dann sieht das Ganze so aus hier. Coole Sache. Ich glaube, orange, das passt. Huh? Blau hätte jetzt. Jawohl, was ist denn das hier? Seht ihr das? Könnt ihr das erkennen? Wash me. Ich soll ihn waschen. Wer hat denn das daran geschrieben? Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Den habe ich natürlich schon mal in echt gesehen. Der geht hier auseinander. Das ist in echt auch so. Schauen, ob ich das jetzt. Jawohl. Da kann man das da eigentlich auseinandernehmen. Kann das Gerät drauf fahren. Fährt da wieder rückwärts ran hier. Und koppelt das wieder dort an. Und fährt dann eigentlich damit weiter. So, da hinten ist die Rundumleuchte. Der lenkt natürlich mit. Ist jetzt fast wie so wie beim Eurotruck. Da fehlt jetzt nicht mehr viel.
Da haben wir jetzt auch so ein DLC bekommen mit Schwertransport. Und das funktioniert hier auch. So, jetzt fragt ihr euch sicher, wo will denn der jetzt hin? Jetzt fahren wir natürlich zur BGA, jetzt laden wir da mal was auf. Wir machen ja das hier nicht aus Spaß oder aus Langeweile. Wir wollen das natürlich hier mitarbeiten mit dem Teil. So, jetzt hat der Lastwagen da auch mal was Richtiges, einen richtigen Anhänger hinten dran hier. Das habe ich mir schon fast gedacht. Jetzt kommen wir hier nicht rüber, oder was? Will er mich verarschen? Ich muss hier rüber. Geht. Okay, ein bisschen schräg fahren, dann geht's. Ist vielleicht doch ein bisschen tief. Okay, ist noch offen, 13 Uhr. Können wir noch was holen? So, einmal Schwertransport hier. So, da haben wir Platz zum Wenden. Wir schieben die Karre hier mal rückwärts rein. So, wo ist er denn? So, der Cerion steht da auch noch oben. Den brauchen wir momentan eigentlich nicht. Und das gute Teil wollen wir hier mitnehmen. Die Gabel schmeiße ich, glaube ich, unten hin. Die brauche ich natürlich nicht. Da brauchen wir eine andere Schaufel. Für unseren Sandhaufen. Ich glaube, ich schmeiße sie dahin. Jetzt hat er natürlich Zwillingsbereifung da drauf. Jetzt weiß ich nicht, wie das sich verhält von der Breite her. Ist der natürlich schon Überbreite. Und wir müssen eh noch zum Händler, weil wir haben gar keine andere Schaufel. Okay, das haben wir. Festmachen kann ich hier, glaube ich, nichts, oder? Normalerweise mit Ketten. Solche Geräte, solche schweren Geräte werden mit Ketten festgemacht. Okay, da bin ich ein bisschen daneben. Jetzt. Okay, das Ding ist drauf. Das hält. Ich glaube, da muss ich nichts festketten. Kann ich auch nicht. Da mit den Zwillingsbereifungen, ja, steht ein bisschen drüber. Macht aber nichts. Okay, fahren wir. Schauen, ob wir über die Gleise da kommen. So, wir werden jetzt noch zum Händler fahren, werden dann noch eine andere Schaufel besorgen. Für diesen Frontlader. Und dann kann der eigentlich zu meiner Sandkute eingesetzt werden. In meiner Sandkute, bei meiner Sandkute, für meinen Sandhaufen.
Okay, ist ein bisschen gerutscht. Das ist nicht schön. So, man merkt, er hat da Gewicht drauf. Puh, über die Grasnarbe gefahren, verdammt. So sollte das nicht sein. So, aber jetzt haben wir da einen ordentlichen Anhänger. Können wir da ein paar Transporte machen mit den Maschinen? Von A nach B und von B nach C. Oder so ähnlich. Diese Fußgänger immer. Okay, wir brauchen noch eine Schaufel. Stopp. Eine Schaufel bitte. Mann. Was nehmen wir denn da? Die Universalschaufel nehmen wir, glaube ich, nicht. Aber es hat ja da Radlader. Wir haben noch da so ein tolles Modpack dabei. Und da gibt es doch sicher auch normale Rübenschaufel. Ne, Allzweckschaufel. Jawohl, was passt da rein? 3500 Liter. Ne, ich brauche da schon was ein bisschen Gröberes. Das ist die Universalschaufel. Wo ist denn die Standardschaufel hier? Standardmäßig passen 6000 rein. Ne. 6000 ist mir eigentlich auch zu wenig. Mit den anderen passt da nicht so viel rein und bei der Universalschaufel passt halt schon. Na, wir nehmen die Originale. Die Universalschaufel ist nicht so schön, die kann nicht so schön kippen. Sieht irgendwie, wir nehmen erstmal die Originale. Kaufen, jawohl, okay. So, wenn wir die hier gerade noch. Noch dran tun. Genau. Sieht es nämlich gar nicht so schlecht aus. So. Okay. Gerade steht da auf jeden Fall nicht drauf. Mittig steht da nicht drauf. Gerade steht da schon. Was ist denn da los? Okay, nochmal. Okay, jetzt schon. Ah, muss nur abstellen. Gut. Nein, wir schneiden nichts ab, alles klar. Nee, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus hier. Auch mit der neuen Schaufel können wir eigentlich da zum Sandhaufen fahren. Das mache ich aber alleine. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald.